Ich begrüße euch alle herzlich zurück hier bei The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, die Enttäuschung in mir sitzt noch immer tief, dass das Spiel letztes Mal abgestürzt ist, aber damit müssen wir wohl jetzt klarkommen und erhobenen Hauptes weiterkämpfen, um hier irgendwann, hoffentlich auch ohne abstürzendes Spiel, dieses schwarze Buch zu beenden. Das letzte Stückchen gibt es hier jetzt nochmal von mir. Ich entschuldige mich dafür, aber ich bezeichne mich mal als relativ unschuldig dafür. Ich glaube, der kommt hier nicht rein. Nee, der kommt hier echt nicht rein. Clipping-Fehler hier, sieht man auch ganz schön. Ja, wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal für das letzte Video, für das kurze Video gestern. Ich nehme jetzt direkt ungefähr eine halbe Stunde später nochmal auf, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich hätte jetzt einen ganzen Tag Pause gemacht. Wir können mal ein bisschen in den Nahkampf gehen, dass wir ein bisschen mehr Leben abziehen. Da unser Schadenswert so ja doch schon gigantisch ausfällt mit den Schwertern. Da kommt die echt nicht rein. Ach du Schande. Nein. Ich lebe noch. Hä? Kann doch echt nicht wahr sein, oder? Es kann da echt nicht wahr sein. Mann, okay, der gleiche Gegner nochmal, Leute. Alter Verwalter, das wird jetzt aber echt langsam peinlich hier. Machen wir es jetzt mal ein bisschen anders. Ja, sehr ekelhaft. Aua. Quick Save. Nicht hier reinkommen. Jetzt wieder hier drin. Hinter ihm durchlaufen. Perfekt. Na, komm her. Mann, schade. Ja. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass das kein starker Gegner war.
Deshalb spare ich mir diese Bemerkung und gehe stattdessen einfach weiter und bin froh, dass wir es geschafft haben. Quick Save. So. Ah, jetzt zieht's nach rechts rüber. Oh nein! Das haben die doch extra gemacht, oder? Damit man sich aufregt. Oh Mann! Komm schon. Das hat mal wieder gut funktioniert. Komm schon. Mit dem Schaden vom Bogen kann ich aber wirklich leben. Der Brandschaden sorgt ja zusätzlich noch für ordentlich Damage. Aber ist echt bestialisch, was die aushalten, oder? Okay, das war's. Tja, was sagst du jetzt, ne? Auskampfmusik aus. So, das müsste es jetzt aber gewesen sein. Danke. Ah. Perfekt. Unerzählte Legenden. Wir dürfen wieder wählen. Aus einer Dreifaltigkeit. Schwarzmarkt beschwört einen Remora-Händler, um mit dir zu handeln. Beschwört einen Remora-Diener, der deine überzähligen Gegenstände trägt. Beschwört eine spektrale Trommel, die für dich spielt und die Ausdauerregeneration für dich und Verbündete in deiner Nähe erhöht. Wir nehmen mal den Händler. Das hört sich ja wahnsinnig interessant an. Und reisen zurück nach Solstheim. Ah, haben wir es geschafft. Das zweite Buch abgeschlossen. Meine Güte. Sehr problematisch, dessen bin ich mir bewusst. Nicht abstürzen. Boah. Ich dachte schon. So, Objekte. Nee, gar nicht. Magie, Schwarzmarkt. Ein frischer Sterblicher, der mit mir handeln will. Ja. Lasst uns handeln, für die sich das Ganze lohnt. Der verkauft natürlich eine Dedra-Rüstung.
Ich würde gerne die Stiefel kaufen. Ja, hier schenke ich dir. Cool. Ah, süßes Reich des Vergessens. Schon bald werde ich zurückkehren. Genial. Geniales schwarzes Buch, auf jeden Fall. Okay, wir aktivieren wieder die Aufgabe, das Schicksal der Skal, und verschwinden erstmal hier aus dem Dungeon der Rehklinge. Meine Güte, unterschätzt niemals die Dungeons auf Solstheim, denn dahinter verbirgt sich mal eben ein schwarzes Buch, auf das ihr euch nicht unterstrichen vorbereitet habt. Eine Urne, danke, Urne, danke. Ich habe extra dafür gesorgt, dass wir bald eine Dedra-Rüstung haben. Ich hoffe, das habt ihr gemerkt. Ich möchte euch auf jeden Fall auch die Dedra-Rüstung vorstellen. Wie gesagt, die Rüstung ist halt wahnsinnig gut, weil die diesen Boost auf die Zweischwerterfähigkeit gibt. Und genau diese Zweischwerterfähigkeit, also den Zweiwaffenkampf, wollte ich ja jetzt auch verbessern. Da trifft sich das ganz gut, dass die Rüstung genau diese Fähigkeit eben verbessert. Wortspiel. Ich den Weg nicht gesehen, aber traurig. Okay, wir verschwinden von hier, raus nach Solstheim. Ah, Leute. Ich freue mich schon sehr auf The Elder Scrolls 3 Morrowind und auf The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ebenfalls auf ein geheimes Projekt, aber dazu später mehr. So, wir haben hier oben unser Ziel und hier oben eine Höhle. Okay, wir haben einen Drachen und scheinbar eine Ruine voller Nord. Voller Drauger. Es handelt sich hier bei einem Schlangendrachen, über dessen Fähigkeit ich nicht so viel weiß. Er scheint auf jeden Fall nicht gerade zu den schwächeren Drachen zu gehören. Ah. Wir lassen die Nords mal weiterkämpfen. Die sind eine niedrigere Gefahr für uns als der Drache. Ohne Worte, oder? Wir erleichtern den Drachen so auf jeden Fall schon mal ein wenig um seine Lebensenergie. Ne? Und die Zahl der Droger dezimiert sich auch nicht gerade. Machen wir gut, ne? Finde ich auch. Ein Schlangendrache. Habe ich aber, glaube ich, auch noch nie gehört. Den zu treffen ist aber blöd. Ja, so funktioniert's.
Ja, er stirbt gleich. Perfekt. Ihr scheint nach einem Handel zu lechzen. Ich kann es kaum erwarten. Wie ich es liebe, mich Sterblichen zu befassen. Ja, ja. Ja, ihr seht hier, dass Mira-Ark die Seele des Drachen klaust. Das heißt, wir werden jetzt nicht mehr die Seelen von Drachen aufnehmen, sondern Mira klaut sie uns eiskalt. Ja, traurig, aber wahr. Hallo Drache, danke, danke, danke. Ah, das wird nicht funktionieren. So, bist du wieder friedlich? Ist er. Alles klar. Dann geben wir dem jetzt mal hier die Sachen. Ihr wisst ja, wenn wir da nur Pfeile draus machen, die Sachen liegen zu lassen, das ist einfach zu schade. Was ist unser nächster Schritt? Wenn wir dadurch schneller vorankommen, sicher. Ich komme schneller voran. Ob der schneller vorankommt, weiß ich nicht. So, wir haben hier auf jeden Fall den richtigen Ort gefunden. Drachen, was? Gut. Ich war auf der Suche nach einer Herausforderung. Ja. Drachen sind ja jetzt nicht die Herausforderung, aber das sieht ja jeder anders. Kommt man denn da hoch, Leute? Hä? Ah, hier. Ha, gut versteckt. Ein Wort der Macht. Wort der Macht gelernt. Erde Willenbeugen. Meister des Turms freigeschaltet. Okay. Hierbei handelt es sich um einen der wichtigsten Schreie, den wir hier auf Solzheim kennenlernen werden. Wir haben jetzt so viele Höhlen noch in der Nähe, das ist ja beinahe schon Pflicht, dass wir auf jeden Fall noch eins, zwei davon untersuchen, bevor wir uns dem Windstein widmen. Zumindest diese einen, die hier sogar in unserer Richtung liegt, und zwar hier oben. Da könnte jetzt natürlich wieder ein schwarzes Buch auf uns warten. Eistrolle sind auch kein Problem mehr. Gar kein Problem. So. Ah ja. Das sieht sehr idyllisch aus, beinahe zu idyllisch. Für meinen Geschmack. Das war aber gar kein... Da, ich erinnere mich. Da, hier konnte man gar nicht reingehen. Das war ein... Oh, ich
drück immer die falsche Taste, ne? Das sind Werbären. Eine Art Werwolf mit Bärenform, wie ihr sehen könnt. Ziemlich genial gemacht, finde ich. Wo ist der denn jetzt hin? Kleiner KI-Aussetzer. Hä? Lag der denn jetzt da rum? Was macht der da? Was zum Teufel? Hilfe! Ohne Worte, was hier immer wieder abgeht. Ja, und wir haben hier gar nichts. Eine Truhe. Ja. Das war's scheinbar. Ja. Alles klar. Dann würde mich noch eines interessieren, bevor wir jetzt einen kleinen Schnitt setzen. Wie kommt man da oben überhaupt zu den anderen Sachen hin? Kann man hier querfeldein hochtrampeln? Ah, jetzt ist abgeschlossen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir hier irgendwo hochkommen. Sieht nicht so gut aus. Oder doch? Rottmunds Hügelgrab. Da vorne ist auch schon wieder ein Grab. Naja gut, im nächsten Video werden wir uns dann mal dieses Hügelgrab hier anschauen. Erinnert mich ein bisschen an ein Grab aus Gothic 3. Sage ich mal vorsichtig. Naja, ich freue mich schon darauf, das zu erkunden und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet hier bei The Elder Scrolls 5 Skyrim Dragonborn auf Solzheim. Bis morgen, Leute.